Servus Laufhelden, herzlich willkommen im wunderschönen Kenia. Ich bin da auf Trainingslager, knappe 3 Wochen, und kann im Epizentrum des Laufsports, wenn man es so nennen will, da trainieren. Es ist mein 3. Aufenthalt in Kenia, aber der erste, wo ich euch ein bisschen mitnehmen will, weil ich glaube, für jeden Läufer ist es ziemlich interessant zu sehen, was da abgeht. Ich meine, jeder kennt es ein bisschen. Kenia ist die Nummer 1 Nation im Laufsport. Da gibt es die besten und schnellsten Leute. Aber ja, wie schaut da der Alltag so ein bisschen aus? Ich versuche euch alles ein bisschen mitzugeben, ein bisschen was zu zeigen, so gut wie es geht. Weil es ist echt ein cooles Erlebnis, vor allem als Läufer. Man merkt einfach, dass da ja die Heimatstätte des Laufsports ist. Von dem her wünsche ich euch schon mal viel Spaß und genießt das Video. Ich will euch einfach mal einen ersten kleinen Einblick geben. Das heißt, jetzt ist es sozusagen der zweite richtige Tag für mich, wo ich da bin. Die Eckdaten so ein bisschen: Man ist da in Eton in Kenia, also so Eton heißt der Ort, ist in der Nähe von der nächsten großen Stadt, die ist Eldoret. Das ist auch der Inlandsflughafen, wo man landet und dann herfährt. Es ist nämlich so, man kennt zwar immer Kenia, schnelle Läufer und so, aber es ist jetzt nicht so, dass jede beliebige Person in Kenia dir davonläuft, sondern es gibt schon so ein paar Hotspots in Kenia, wo die schnellen Leute halt dann herkommen. Und einer davon ist eben genau da in Eton, wo viele gute Leute einfach herumlaufen. Und einer der Besonderheiten, einer der wichtigen Punkte, gerade für die Läufe, ist einfach, dass man sich da in der Höhe befindet. Das heißt, wir sind da so, geht es ein bisschen rauf und runter, aber so zwischen 2300, 2400 Meter in der Höhe, hat man einfach den Höheneffekt dann als Läufer, der einfach dir helfen soll, wenn du dann wieder auf Meeresniveau dich ungefähr bewegst, wo die meisten Wettkämpfe auch dann stattfinden, dass du da einfach einen kleinen Booster, nenne ich es jetzt einmal, hast, einfach in deiner Ausdauer. Aber das bedingt auch, und das ist vielleicht ein bisschen fad am Anfang, aber die erste Woche bei mir ist wirklich ziemlich ruhig, also da wird es keine harten Einheiten oder so geben. Es ist ein bisschen deprimierend sogar, so an meinem ersten Tag gestern. Ich bin mit einem 5 Minuten 20 Schnitt, glaube ich, laufen gegangen. Ist normalerweise jetzt nicht unbedingt mein Tempobereich, aber man muss einfach extrem aufpassen, weil natürlich die Muskulatur kann logischerweise das Tempo laufen an sich, aber vom Atmen her, vom Herz-Kreislauf System darf man einfach nicht unterschätzen, was so eine Höhe 2300 Meter, das merkt man schon, und selbst wenn man nur die Stiegen rauf geht oder einen Hügel rauf geht, ganz langsam, kommt man schon ein bisschen außer Atem. Also das ist einer der wichtigen Eckpunkte, aber darum sind wir unter anderem da als Läufer, weil wir da einfach gute Bedingungen zu trainieren haben. Die Gegend auch wunderschön, also ich will es auch in den kommenden Videos dann noch zeigen, wie so die Umgebung da ausschaut. Nicht wundern, da raschelt es ein bisschen in diesen Gebüschen da, weil da waren vorher Affen. Genau dieser nämlich. Die hüpfen da gerade ein bisschen herum, also es ist echt cool. Ich werde euch dann noch ein paar Eindrücke zeigen, oder wenn ich dann aufgenommen habe. An den Straßen ist es ganz cool, also da sind stehen Kühe herum, stehen Schafe herum, und jetzt nicht nur auf irgendwelchen Weideflächen, sondern teilweise direkt neben der Hauptstraße auf einem Gehsteig oder so. Also doch ein bisschen anders, als wir es vielleicht von Europa gewohnt sind. Ja, es ist alles sehr einfach gehalten, was einfach, glaube ich, den Trainingslagercharakter ein bisschen verstärkt. Du hast wirklich gar keine Ablenkungen hier. Also du kannst jetzt nicht ins Kino gehen, und es gibt eigentlich sowas wie Restaurants nicht einmal, sondern das, was wir da haben, dann als sozusagen Restaurant oder unsere Verpflegungsstätte einfach vom Hotel, wo es in Buffetform das Essen gibt, das ist eigentlich schon Luxusstandard und das einzige, ich glaube, das beste Restaurant weit und breit, wenn man es so nennen will. Also auch die Leute wohnen sehr einfach. Ich hoffe, dass ich noch irgendjemand treffe, wo ich vielleicht ein bisschen euch zeigen kann, der mich mitnimmt, wie die Leute so wohnen. Ich war bei den letzten zwei Malen, wo ich da war, ist mittlerweile auch schon wieder 8 Jahre her, knappe 8 Jahre her, habe ich sehen können, wie die Leute so leben, auch sehr einfach, aber du hast halt wirklich den Fokus, gerade als Sportler, du hast nicht irgendwelche Blödheiten, die dich ablenken, sondern du kannst dich wirklich vollkommen 100% auf den Sport fokussieren. Zum Thema Leben noch: Wir sind halt die verwöhnten Europäer, Amerikaner, was auch immer, also von dem her, mein Zimmer besteht aus einem Raum, wo das Bett drinnen ist, wo ein Tisch ist und ein bisschen ein Kasten, dass ich meine Sachen reingeben kann, und dann gibt es noch ein Bad mit WC und Bad mit fließendem Wasser, sage ich jetzt dazu, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Also man kann schon sagen, also das, was ihr da jetzt seht auf den Bildern, dann ist für
europäischen Stand, also das würde in was in Europa ein Luxushotel wäre, ist das, was ihr da seht auf den Bildern. Also ein eigenes Klo, eine eigene Dusche mit fließendem Wasser. Ist nicht selbstverständlich. WLAN haben wir auch, das ist jetzt nicht super schnell, aber es funktioniert. Das heißt, da hat man ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt. Meine YouTube-Videos werden gleich ein bisschen dauern zum Uploaden einfach, aber ja, das ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, es erscheint vielleicht einfach, aber ich finde es immer echt cool. Ist natürlich typenabhängig, aber ich brauche jetzt nicht so viel Schnickschnack, sondern wenn ich trainieren kann, wenn ich was zu essen habe, wenn ich nebenbei vielleicht ein bisschen was arbeiten kann mit WLAN am Laptop und dann gut schlafen, das ist es eigentlich, das macht das Läuferleben aus. Und ich werde euch in deinem Video nachher dann auch noch ein bisschen zusammenstellen, warum die Kenianer aber so eigentlich so schnell sind. Aber einer der Punkte auf jeden Fall, dieses einfache, aber fokussierte Leben, das ist auf jeden Fall sehr geil. Also, Trainingseinheiten kann ich euch jetzt noch nicht sehr spektakuläre zeigen, aber ich freue mich schon, euch ein bisschen mitnehmen zu dürfen. Für mich ist das eines der coolsten Sachen bis jetzt, die ich filmen, glaube ich, kann, da einfach in Kenia auf dem Trainingslager, weil es einfach wirklich, ich bin jetzt 2 Tage da und ich merke einfach schon den Läufer-Spirit. Es sind auch Leute aus Deutschland sind da, aus Belgien sind da, aus Frankreich sind da, aus Schweden, Norwegen, glaube ich, sind Leute da. Also das ist so wirklich, es gibt so ein paar Camps, wo sich dann die ganzen Läufer niederlassen, die halt einen gewissen Standard schon haben sollten. Dann funktioniert das schon. Ich freue mich schon. Also die erste Woche, wie gesagt, ist noch sehr langweilig. Das ist mehr verhältnismäßiges Spazierengehen für mich. Aber ist einfach wichtig, weil wenn du dich in der ersten Woche zerstörst mit der Höhe, geht es dir hier nicht gut. Und wenn du zurückkommst dann nach Europa oder wo auch immer, geht es da auch nicht unbedingt gut, weil du dich zerschossen hast im Training. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also ich wünsche euch auf jeden Fall schon einmal viel Spaß auf meiner Reise, auf die ich euch so gut wie möglich mitnehmen will. Die Affen sind ganz schön wild da im Hintergrund. Aber ja, kleine Bitte, bitte ein Like da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich hätte noch eine Bitte, wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt. Ich kann jetzt noch Aufnahme- und Videowünsche entgegennehmen. Was würde euch aus Kenia irgendwie interessieren? Was soll ich aufnehmen? Ich meine, ich werde eh viel versuchen aufzunehmen. Aber gibt es irgendwas, was euch besonders interessiert, dann versuche ich das für euch mitzunehmen. Ansonsten, wie gesagt, war es das für das erste Mal. Ich freue mich schon riesig auf das Trainingslager, freue mich schon, dass ich euch viel zeigen kann. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.